Jetzt begrüße ich ganz herzlich, ich sage jetzt meine persönliche Königin, Dagmar Koller bei mir. Oh, was du sagst, das ist ja von dir, von deinem Mund, dann schäme ich mich doppelt. Nein, es war geplant. Ich habe es versucht, auswendig zu lernen. Ich liebe dich. Sag, Dagmar, du hast Prinz Charles ja schon vor 31 Jahren getroffen. Ja, stell dir vor, wie schrecklich schön. Und wir waren genauso lustig wie damals. Und wie ich zu ihm gesagt habe, wenn wir in 20, 30 Jahren uns wiedersehen wollen, sind wir beide schon über 100. Ja, wer weiß. Dann hat er wieder so gelacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich wollte ihm so gern die Hand geben und hier ein Schüssel haben mit Kaviar, mit rotem Kaviar. Weil das war ja unser wirklich nahe Kennenlernen, wo die Köpfe zusammengestoßen sind. Unterm Tisch? Ja. Naja, wir werden auch über dieses Tischabenteuer noch kurz sprechen. Hat sich Charles sehr verändert, optisch? Ich würde sagen, genauso wie ich mich verändert habe optisch. Er hat sich auch, er ist älter geworden, weniger Haare. Aber er hat den Charme noch mehr und ist souveräner geworden. Oh, mein Foto, das gehört mir. Jeder glaubt, das ist exklusiv. Nein, das habe ich. Wie ich heute von unserem gemeinsamen geschätzten Bekannten Michael Janet erfahren durfte, wurdest du in der Kronenzeitung als Satansreporterin bezeichnet. Was heißt denn das? Schrecklich? Nein, das ist nicht schrecklich. Das ist, wenn etwas unerreichbar scheint und man erreicht als Journalist oder als Reporter das Unerreichbare, dann wird dieser Begriff schlagend. Wie ist es zu diesem Foto gekommen? Es war doch, irgendwie hat man doch gesagt, keine Presse. Ja, und so. Aber alle diese Herren, diese wunderbaren vielen Minister und Herren, die da mit eingeladen waren, die haben alle ihr Handy aus der Hosentasche geholt und haben alles fotografiert, und speziell wie ich mit ihm zusammen war. Und daraufhin habe ich gesagt, ich möchte auch so eine Erinnerung haben. Und habe mein Handy rausgenommen und habe das irgendeinem Herrn in die Hand gedrückt. Habe gesagt, na, schnell, machen Sie das. Und so ist das entstanden. Sie sehen ja, er lacht ja wieder so herzlich. Er lacht ja so süß. Wie sagst du zu ihm? Sagst du ja, das Charles? War sehr, sehr schwer. Charles? Man hat mit mir geübt, dass man sagt, ich kann als Kärntnerin nicht royal sagen. Das geht da hinten runter. Und dann habe ich also gesagt, Your Highness. Aber ich habe nie was gesagt. Ich habe ihn nie angesprochen, weil ich bin schüchtern. Bitte was? Ich habe ihn du nie bist was? Schüchtern. Na, seit wann? Immer schon, aber ich mache das so, indem ich zurücknehme und dann holt man mich so raus und dann bin ich voll da. Dagmar, erlaube mir die Frage, wenn man die Damen, also Herzogin Camilla. Duchess von Cornwall, oui. Camilla und Lady Di vergleicht, du hast ja beide kennengelernt. Ja. Die Lady Di war ja damals ein bisschen angespannt, würde ich sagen. Oder? Ja, da war ja die Ehe auch nicht mehr so ganz gestimmt. Und die Lady Di war so ein strahlendes Objekt, dass er hinterher gegangen ist und eigentlich sich mit mir unterhalten hat, weil sie über alles gestrahlt hat. Aber die Camilla, muss ich sagen, es gibt alles sehr schrecklich, was ich alles mache. Ich lache mich mit ihm anderen zu Tod. Du hast ihn schon ein bisschen angeflirtet, nicht? Ja, sicher. Ja. Ich meine, als Frau bleibt einem ja nichts anderes übrig, wenn man nichts sonst hat. Da sind Sie sitzen geblieben, dann haben Sie nicht gewusst, was Sie tun sollen. Und das war jetzt wieder so. Und dann ist ja der Stuhl umgefallen ja, von ihr. Ja, und die war so zauberhaft, sie ist ganz rot geworden. Oh und ich muss sagen, mich hat die Camilla beeindruckt. Das ist eine so tolle, wirklich schöne Frau. Also diesmal seid ihr nicht unter den Tisch verschwunden? Nein, es gab gar keine Möglichkeit. Oh ja, wir waren dann schon allein mit dem Foto da und konnten uns an die alten Zeiten erinnern. Aber Camilla war wirklich für mich etwas besonders zu erleben. Ich habe sie immer beobachtet. Ich saß ja so 2 Meter von ihr entfernt. Und sie war immer ganz ernst und ganz souverän. Und man spürt, die zwei haben eine echte zärtliche Liebe zueinander. Weil er hat sie immer gestützt, immer gehalten. Und dann hat sie, wie der Rosen aus dem Süden von den Wiener Philharmonikern gespielt wurde, live, also nach dem Essen, war sie und ich die Einzige, die immer ein bisschen mitgeschunken. Na super. Und da hat sie geschunken und haben gedacht, die hat Temperament. Wir verlassen unsere royale Berichterstattung. Du bleibst heute bei uns, weil wir reden ja heute noch über Dancing Stars. Oh ja, ich freue mich schon. Ich würde dich bitten, dass du bei uns bleibst.